Heute geht es um Markenportfolio-Management und Markenarchitektur. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast, nämlich Alexander Rauch von Spirit for Brands. Hallo, vielen Dank, dass Sie da sind. Danke für die Einladung, vielen Dank. Vielleicht erklären Sie erstmal, was Spirit for Brands macht, bevor wir in das Thema Markenarchitektur einsteigen. Gerne. Wir sind eine Markenberatung mit Sitz hier in Köln, genauer gesagt in Köln-Mühlheim. Und schon seit vielen Jahren kümmern wir uns um die Frage, wie Marken im Wettbewerb positioniert werden sollten, wie sie dauerhaft im Wettbewerb bestehen. Wir kümmern uns um die Frage, für welche Werte Marken stehen sollten, aber auch um die Frage, wie viel die Marke eigentlich wert ist, in monetärer Hinsicht zum Beispiel. Ja, spannendes Feld. Sie sind sowohl für ganz große Konzerne als auch für mittelständische Unternehmen tätig, wenn ich das so richtig rausgehört habe. Genau, so. Zu unseren Mandanten gehören tatsächlich global tätige Konzerne mit großen Markenportfolios, aber eben auch mittelständische Unternehmen bis hin zu Manufakturen. Und aus unserer Sicht ist dabei nicht entscheidend, wie groß das Unternehmen ist, sondern wie herausfordernd die Frage der Markenführung im Unternehmen tatsächlich ist. Ja, Sie haben gerade schon das Stichwort genannt, Markenportfolio. Es kommt nicht so richtig darauf an, wie groß die Firma ist, sondern wie die Herausforderungen mit dem Markenportfolio sind. Wie kommen Sie denn so typischerweise in das Unternehmen rein? Wie ist da die Situation? Also wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen neu übernehme, die Vertretung, sagen wir mal ein größeres mittelständisches Unternehmen, dann kann das sein, dass da eben viele hundert Marken irgendwie in vielen Ländern existieren und irgendwie ziemliches Chaos herrscht, Kraut und Rüben. Wie gehen Sie, Sie haben wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht oder so? Unterschiedlich? In der Tat, ja. Das Unternehmen, ob es möchte oder nicht, ist immer auch eine Marke. Das ist der Unternehmensname in der Regel, vielleicht noch mit dem Group dahinter oder dergleichen. Ja. Aber was häufig vergessen wird, ist, dass Unternehmen in den allermeisten Fällen auch ein Markenportfolio haben. Das sind vielleicht Tochterunternehmen, die angegliedert sind. Das können aber vor allem große Produktmarkenportfolios sein. Und bei diesem Markenportfolio ist es eben so, wie man kann das vergleichen mit der Entropie des Universums. Die werden mit den Jahren immer größer. Genau. Und eine ganz typische Situation ist, die wir häufig vorfinden, ist, dass nach einer Übernahme zum Beispiel das übernehmende Unternehmen ein großes Portfolio an Marken vorfindet, die zum Teil im Wettbewerb dann auch stehen mit den eigenen Marken und sich nun die Frage stellt, wie führen wir die beiden Markenportfolios zusammen? Oder sollen die für sich jeweils getrennt weiterhin existieren, um nicht die Kundschaft zu gefährden? Ist es effizient, Marken zusammenzuführen, so wie man vielleicht Produkte zusammenführen würde? Und dann kommen häufig Fragestellungen auf, die dann eben zum Beispiel auch markenrechtliche Fragen natürlich mit einschließen, aber eben auch Fragen der jeweiligen Markenstärke beinhalten sollten. Wie gehen Sie denn konkret in so eine Situation rein? Also Sie übernehmen gerade ein Markenportfolio und Sie sehen da Optimierungsbedarf. Wie startet man so eine Situation? Es startet mit dem Audit, Audit des jeweiligen Markenportfolios. Das heißt, wir müssen zunächst mal unseren Überblick darüber verschaffen, was für Marken sind eigentlich im Portfolio, was sind die aktiven Marken, was sind vielleicht Marken, die nur in ganz spezifischen Märkten mit ganz spezifischen Lösungen oder Produkten unterwegs sind. Und das Entscheidende aus unserer Sicht ist es dann eben zu verstehen, was diese Marken jeweils auszeichnet. Also sind diese Marken in ihren jeweiligen Märkten für ihre jeweiligen Zielgruppen relevant? Wie stark sind sie im Vergleich zum Wettbewerb? Sind das womöglich internationale, vielleicht sogar globale Marken? Und dahinter müssen dann jeweils natürlich auch die Zahlen stehen. Also wie viel Umsatz wird unter dieser Marke und nur unter dieser Marke tatsächlich erwirtschaftet? Und wie hoch ist der Profit, den diese Marke zum Unternehmensprofit beiträgt? All das sind Informationen,
die wir für ein Audit erstmal zusammenstellen. Wir machen mal einen ganz kurzen Exkurs in so ein ganz spezielles Tool, was Sie entwickelt haben, um Markenwert einfach mal darzustellen. Also bisher gibt es so traditionelle Methoden, halt die Wirtschaftsprüfer haben so einen Cashflow-basierten Ansatz, dann Interbrand hat so einen bestimmten Ansatz entwickelt, wo eben aufwendige Marktforschung für notwendig ist. Sie haben aber so einen Ansatz gefunden, der so ein bisschen die Best of allen Welten so ein bisschen verheiratet, sage ich mal vorsichtig, und so auf diesem Interbrand-Ansatz basiert, aber Sie haben das ein bisschen weiterentwickelt. Vielleicht ganz kurz, damit man eben sehen kann, wie Sie sehr effizient eigentlich den Wert, der hinter bestimmten Marken steht, einfach auch relativ fix ermitteln können. Ja, also wenn wir den heiligen Gral der Markenbewertung finden, dann lassen wir es hier wissen, aber noch ist es nicht so weit. Aber in der Tat, zur soliden Markenbewertung gehören ja auf der einen Seite die Finanzdaten. Das heißt immer die Frage, wie viel Umsatz und Ertrag wird tatsächlich unter dieser Marke erwirtschaftet. Und auf der anderen Seite die Frage, wie stark ist die Marke eigentlich im Wettbewerb. Denn die Sicherheit, dass auch künftig die Erträge unter der Marke generiert werden, die hängt ja an der Markenstärke im Wettbewerb. Ja. Und nun ist es in der Tat so, dass man typischerweise die Markenstärke im Wettbewerb marktforscherisch ermittelt. Das heißt, man schaut, wie die relevanten Zielgruppen die Marke beispielsweise im Vergleich zu Wettbewerbsmarken einschätzen. Was interessant ist, ist, dass wir heute in der Lage sind, eben durch die Beobachtungen des Internet relativ gute Ergebnisse zu erzielen bei der Frage, wie stark ist eigentlich die Marke. Das heißt, wir können den klassischen marktforscherischen Teil durch die Webanalyse ersetzen. Und der große Vorteil ist nicht nur, dass das automatisiert ablaufen kann, sondern dass wir auf diese Weise im Grunde tagesaktuell die jeweiligen Wirkungen auf die Markenstärke besser verstehen können. Das heißt, wir können auf der einen Seite den Markenwert heute tatsächlich tagesaktuell mit unserem Brandticker abbilden und auf der anderen Seite können wir viel besser verstehen, sogar zum Teil in der Vorausschau, welche Themen eigentlich die Marken bewegen und welche Themen zum Beispiel für eine Marke kritisch werden können. Das ist ja auch spannend, um so ein Portfolio, wenn man gerade da eben so ein Audit macht, genau zu analysieren und zu gucken, welche Marken werden wie wahrgenommen und welchen Teilen der Erde. Also ganz konkreter Fall, weiß ich, Monsanto hat eben, wird vielleicht in Europa eher negativ wahrgenommen, bei der Bevölkerung und in Südamerika eher positiv. Das kann man eben alles über diese automatisierte Tool ja relativ gut abbilden. Da kann man sehen, welche Marken werden einmal wie wahrgenommen und welchen Wert haben sie vielleicht auch in welchen Regionen. Und welchen Wertbeitrag leisten sie fürs Unternehmen. Und das ist ja tatsächlich auch eine ganz wichtige Perspektive auf das Thema Markenportfolio, dass wir einerseits schauen müssen, wie viel ist denn das gesamte Markenportfolio wert und idealerweise steigern wir den Wert des Markenportfolios. Und wir können das aber nur erreichen, wenn die einzelnen Marken im Portfolio auch alle aus Sicht ihrer Zielgruppen eine relevante Positionierung haben, sich hinreichend abgrenzen von den anderen Marken im Portfolio und insbesondere eben auch für ihre jeweiligen Zielgruppen echten Nutzen erbringen. Und dann wird es natürlich immer dann kompliziert, wenn ich Marken habe, deren Wahrnehmung jeweils in unterschiedlichen Regionen, Märkten, Ländern sehr unterschiedlich ist. Es ist tatsächlich so, dass die globale Marke, die weltweit einheitlich immer genau so wahrgenommen wird, für die gleichen Attribute steht, natürlich relativ selten ist. Also außer Coca-Cola, Google und Apple fallen einem da schon nicht mehr allzu viele Marken ein. Bereits wenn Sie an Automobile denken, dann wird man feststellen, dass die Marken eben tatsächlich regional auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Also Ford wird schon in Großbritannien anders wahrgenommen als in Deutschland zum Beispiel. Und insofern macht das natürlich die Aufgabe, das Markenportfolio wertorientiert zu führen, nochmal komplexer, aber eben auch belohnender im Sinne von Wertorientierung. Klar, also jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben diesen Audit hinter uns und wissen, was sind die einzelnen Marken wert, also was tragen sie zum Unternehmenswert bei oder insgesamt zum Portfoliowert.
wie werden sie wahrgenommen, positiv, negativ. Was ist dann der nächste Schritt, um so ein Markenportfolio vielleicht eben in eine Richtung zu bewegen, dass es mehr wert wird, zu optimieren? Genau, also ja. Das Audit ist der erste Schritt, eben nur der erste Schritt. Ja. Der zweite Schritt ist dann die Entwicklung von strategischen Szenarien für die Optimierung. Mhm. Und dabei lohnt es sich in der Tat, die verschiedenen Szenarien mal durchzuspielen. Das könnte zum Beispiel im Extremfall die eine globale Marke sein, unter der alle Angebote des Unternehmens künftig gebündelt werden. Mhm. Vielleicht nachher nur noch mit beschreibenden Zusätzen. Ja. Ja, die eine globale Marke. Die Alternative dazu wäre am anderen Ende, dass ich in jeden Märkten auf eine starke Marke setze, die dort schon etabliert ist, mhm. die zum Beispiel auch einen herausragenden Markenschutz nur regional genießt. Und ich sage, in jedem Markt habe ich einen Leuchtturm. Mhm. Und dazwischen gibt es aber eine große Bandbreite von unterschiedlichen Szenarien, ja. dass ich eben die Leuchttürme in den jeweiligen Märkten kombiniere mit internationalen Märkten, dass ich auch im Portfolio eine globale Marke dabei habe. Und dann mhm. haben wir noch gar nicht darüber diskutiert, welche Rolle zum Beispiel eine Dachmarke spielt, also ja. die Unternehmensmarke. Mhm, wie sichtbar wird die eigentlich? Ja. Wie kann die unterstützen, zugleich aber auch profitieren von starken regionalen Marken? Mhm. Das hängt wahrscheinlich auch stark davon ab, ob es eine B2C-Marke ist oder eine B2B-Marke ist. Was sind denn da in diesem Stadium so die Herausforderungen? Also Sie haben gerade schon so ein bisschen erwähnt, macht man eine Dachmarke, hat man einzelne Leuchttürme? Ich will mal etwas konkreter werden. Wenn man jetzt, nehmen wir mal ganz fiktiv an, Adidas kauft Puma. So, dann könnte man ja sagen, Puma, eine Adidas Company oder so. Ja? Ist sowas sinnvoll, dass man dann Adidas bei der anderen Marke mit einfließen lässt oder soll die lieber ihr Eigenleben behalten, weil die vielleicht eine andere Wahrnehmung und eine andere Coolness hat oder eine andere Zielrichtung oder genau. so? Genau, also wenn es mir gelingt, Puma und Adidas tatsächlich so zu positionieren, dass sie auch im Wettbewerb als verschieden wahrgenommen werden, das heißt von der Kundschaft als tatsächlich unterschiedliche Angebote wahrgenommen werden, mhm. dann wäre es eine ausgesprochen schlechte Idee, die beiden Marken nun zusammenzuführen. Ja. Denn letzten Endes würde ich ja dann den Umsatz im Grunde kannibalisieren. Ja. Ich möchte also mein Portfolio so führen, dass es möglichst viel Wert generiert. Und wenn ich mhm. feststelle, dass ich in der Lage bin, Puma und Adidas so zu führen, dass die auch weiterhin als getrennte Marken mit geringeren Überschneidungen wahrgenommen werden, dann sollte ich das auch entsprechend tun. Wenn ich jetzt aber eine ausgesprochen schwache Marke habe oder eine Marke, die vielleicht ein Kompetenzproblem hat. Sie nannten vorhin B2B-Marken, da gibt es mhm. vielleicht Marken, die in einen neuen Markt eintreten, aber dort noch wenig bekannt sind, man weiß nicht, wofür sie steht. Die würden dann davon profitieren, dass sie zum Beispiel einen Zusatz haben, der sie als zugehörig zu einer starken Dachmarke ausweist. Ne? Mhm. Manchmal muss ich diesen Zusatz gar nicht da dran schreiben, in meiner visuellen Identität ans Logo kleben. Mhm. Es reicht ja schon, wenn ich drüber rede. Beispiel, okay. mhm. viele Marken finden an Skoda gut, mhm. dass Skoda irgendwie ja doch so ist wie Volkswagen, mhm. nur günstiger. Ja. Also ist das eine clevere Idee, ein Skoda zu kaufen. Mhm. Ich muss gar nicht an Skoda dran schreiben, Volkswagen Group oder dergleichen. Mhm. Es reicht völlig aus, wenn die Kundschaft weiß, die gehören zur Volkswagen-Gruppe, mhm. das signalisiert Qualität, das schafft Vertrauen mhm. und sichert für Skoda einen relevanten Markt, der ansonsten vielleicht von Opel oder Ford oder Toyota in Anspruch genommen wird. Ja, ja, geschickte Betrachtung. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Strategie gefunden. Also das hängt ja wirklich stark von den Unternehmen ab. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Süßwarenhersteller habe, der will wahrscheinlich die Marken behalten, weil das Snickers soll weiter Snickers heißen. Das wird jetzt nicht plötzlich anders heißen. Und bei B2B kann es eben anders sein. Da kann es dann vielleicht Sinn machen, eine schwache Marke durch die starke Marke, die das Unternehmen gekauft hat, zu ersetzen. Wenn man jetzt die Strategie festgelegt hat, was ist dann der nächste Schritt? Wie stellt man sicher, dass die Strategie eingehalten wird oder auch vielleicht geändert werden muss, weil man ja später feststellt, doch anders? Mhm.
Also wenn man die strategischen Szenarien entwickelt hat und man macht das Typische, was dann, was man macht, man entwirft Pro- und Contra-Argumente, dann ist es immer eine gute Idee, das trotzdem nochmal zu überprüfen. Man nennt das Neudeutsch Szenario Modeling. Mhm. Das heißt, man kann also heute mit statistischen Verfahren auch schön die jeweiligen Zielgruppen dazu mal befragen, um festzustellen, wie groß wäre denn das Risiko, Kundschaft zu verlieren, wenn ich die Marke A platt mache und durch B ersetze oder indem ich die Marke A an B koppele oder dergleichen. Ich möchte einfach verstehen, wie groß ist das Risiko, bestehenden Umsatz zu verlieren. Und durch dieses Szenario-Modeling kann man da also entsprechend Vorsorge schaffen, um die Wirkung der jeweiligen strategischen Maßnahmen besser zu verstehen. Mhm. Und wenn ich das gemacht habe, dann bleibt es am Ende immer noch eine Managemententscheidung zu sagen, wir machen das jetzt so. Mhm. Und dann muss ich natürlich auch mit der Implementierung möglichst zügig starten, weil ich sonst intern in der Organisation an Tempo und Momentum verliere. Ja. Mhm. Und dann gibt es immer noch verschiedene Szenarien. Mache ich das schrittweise, indem ich zum Beispiel zunächst mal nur einen Zusatz visuell anfüge, bevor ich dann im nächsten Schritt die Marke dann ersetze? Mache ich das mit einem großen Big Bang? Wie unterstütze ich das kommunikativ? Ist das ein Thema, was Handel und Verbraucher durch Werbekampagnen erfahren müssen? Oder kann ich das sozusagen graduell ohne großes Brimborium machen? Ja. Das heißt, die Frage der sogenannten Markenmigration. Die ist schon fundamental. Da kann ich im Grunde das beste Szenario komplett vergeigen, wenn ich es falsch mache. Also nicht nur das Was ist entscheidend, sondern auch das Wie. Also klassisches aktuelles Beispiel aus DriveNow und Car2Go wird ShareNow. Wo auch viel gerade in der Presse drüber berichtet wird. Ich selbst habe gerade ein Video dazu veröffentlicht gestern. Einfach mal so aus marktrechtlicher Sicht überlegt, wie stark ist so eine Marke ShareNow überhaupt? Das ist ja natürlich eine sehr deskriptive Marke. Aber jetzt, um mal in diesem Kontext zu bleiben, wo wir gerade sind, das wird jetzt ja einfach verkündet, so aus DriveNow und Car2Go wird ShareNow. Da ist jetzt ein bisschen Graduelles zu erkennen, aber ich würde sagen, das ist eher so die Big Bang-Strategie. So, Cut, jetzt wird's das. In der App, ich bin selbst Nutzer einer dieser Dienste, sieht man dann auch jetzt die anderen Fahrzeuge und die andere Marke. Das ist schon so ein bisschen graduell, aber ich könnte mir vorstellen, dass sehr kurzfristig auch das vereinheitlicht wird. Ne? Dass es dann ShareNow ist. In dem Fall ergibt das, glaube ich, Sinn. Ja. Denn Sie nannten vorhin das Thema App. Ich habe ja den direkten Zugang zu den Nutzern. Genau. Ja, kein Nutzer setzt sich in diese Fahrzeuge, ohne sich registriert zu haben, ohne entsprechend die App zu nutzen. Das heißt, da kann ich das eins zu eins relativ gut erklären. Genau. Das ist was anderes, als wenn ich einen Schokoriegel umbrande. Ne? Ja. Die Älteren erinnern sich, früher hieß Twix Rider. Ja. genau. Dann stellte man eben entsprechend fest, Mist, Rider heißt ja nur in Deutschland Rider. Mhm. Uns entgehen gigantische Synergien, lass uns das auch Twix machen. Aber ich kann nicht einfach einen Schokoriegel umbranden, selbst wenn ich Farben und Formen beibehalte. Ich muss das noch kommunizieren. Aber damals gab es halt keine Rider-App, wo ich das schnell erklärt habe. Also muss ich eine Werbekampagne machen. Ja. Und das ist im Fall von dem Carsharing gar nicht notwendig. Ich habe ja den direkten Zugang. Genau, genau. Jetzt haben wir ganz viel über Markenportfolio-Management gesprochen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Ausflug in so die typischen Markenarchitekturen, die so Ihnen entgegentreten. Da gibt es ja, weiß ich, auf der einen extrem Monomarken, die nur eine Marke haben, Schluss, können auch große Konzerne sein, die einfach nur eine Marke haben und sonst überhaupt keine Marken. Und dann gibt es wieder welche, wo die Dachmarke fast gar nicht in Erscheinung tritt, sagen wir mal Unilever, und dann ganz, ganz viele Endkonsumermarken gibt, die eben nebeneinander alle existieren. Und dazwischen gibt es noch tausend andere Modelle. Vielleicht mal ganz kurz da so einsteigen. Auch da, so. Da gibt es nicht schwarz und weiß, sondern es gibt ein Spektrum. Am einen Ende ist in der Tat die Monomarkenstrategie. Ja. Neudeutsch, the branded house. Das heißt, alle Angebote des Unternehmens werden tatsächlich auch mit
der einen Marke markiert. Mhm. Vodafone ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Und wenn Vodafone ein Unternehmen akquiriert, dann können Sie ungefähr die Uhr stellen, wie lange es dauert, bis das Angebot tatsächlich auch mit Vodafone dann gebrandet wird. Ja. Und auf dem anderen Ende, da haben wir eben insbesondere im Konsumgütermarkt das sogenannte House of Brands. Ich habe ein Dach und unter diesem Dach habe ich eben ein ganz breites Spektrum von ganz verschiedenen Marken, die alle für sich auch unterschiedliche Positionierungen, Identitäten haben, wie wir das von Unilever und Procter & Gamble kennen. Mhm. Und dazwischen changieren jede Menge von Varianten, weil ich manchmal eben auch die Dachmarke stärker erlebbar habe. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an Bayer denken, dann haben wir da starke Produktmarken wie Aspirin beispielsweise oder Bepanthen. Und wir haben ein starkes Dach, das ist zugleich die Unternehmensmarke Bayer. Mhm. Aber Aspirin und Bepanthen sind halt auch mit dem Bayer-Kreuz markiert. Das heißt, wir haben genau eben die Mischung, man könnte es Branded House of Brands nennen, sozusagen. Ja. Und welche Strategie jetzt da die richtige ist, das kommt wie immer drauf an, insbesondere darauf, welche Rolle die Dachmarke eben spielt aus Sicht des Kunden. Schafft sie im Fall von Bayer Vertrauen und auf diese Weise Nachfrage, dann wäre es falsch, sie da komplett rauszunehmen. Interessant ist aber, dass wir auch gerade bei den Unternehmen, die bisher sich mit der Dachmarke sehr zurückgehalten haben, im Konsumgüterspektrum, sie nannten Unilever, Procter & Gamble, auch da gewinnt die Dachmarke, die Unternehmensmarke in dem Fall, an Gewicht, weil die Unternehmen sich zunehmend der Forderung nach mehr Transparenz, mehr Offenheit, wer bringt überhaupt diese Produkte in Verkehr? Ein Schokoriegel selber übernimmt keine soziale, gesellschaftliche Verantwortung, das Unternehmen schon und das erwarte ich. Und umgekehrt bedeutet das auch, ich kann auch, wenn ich dann als Unternehmen für gute Dinge stehe, das auch besser nutzen, um zum Beispiel eben den Verkauf der einzelnen Marken zu unterstützen. Jetzt haben wir wirklich einen sehr großen Bogen gespannt über Markenportfolioentwicklung zu Markenarchitektur. Wenn Leute, die Zuschauer hier in dem Kanal mehr über Sie erfahren wollen und noch Fragen haben, noch Sachen offen sind, an wen sollten Sie sich wenden oder wo sollen Sie hin? Das wäre natürlich prima. Ja. Wie uns gibt es im Internet unter www.spiritforbrands.com und wir freuen uns über jede Anfrage und jede Diskussion rund um das Thema Marke und insbesondere eben auch rund um das Thema Markenportfolio. Ja, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie diesen Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.